den letzten Kampf des heutigen Abends. Wir kommen zu den schweren Jungs. Und er gewinnt also über 91 Kilometer, steht sich gegenüber in der roten Ecke für Mecklenburg-Vorpommern. Florian Schulz, er boxt heute gegen Kevin Kadiro vom Landesverband Hamburg. Geleitet wird dieser Kampf von Hans-Hermann Sangen. Schulz, das ist der Boxer in der roten Ecke, ist 19 Jahre alt. Er tritt hier für den Landesverband Mecklenburg-Vorpommern an. Sein Heimatverein ist der BC Greifswald. Florian bestritt bisher 62 Kämpfe, wovon er 48 gewann. Auf der U19-Weltmeisterschaft letzten Jahres belegte er den dritten Platz. Er ist mehrfacher deutscher Meister. Heute wird er von Sebastian Zwilling und Christian Morales betreuen.
Thank you.
meine Damen und Herren, einstimmiger Sieger am Abend. Und damit neuer deutscher Meister wurde der Boxer aus der Roten Ecke, Florian Schulz, Mecklenburg.